Liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play History und Strategic Command World War One Empires in Turmoil. Hier im russischen Bürgerkrieg. Zeit, den Zug zu beenden. Französische Moral und die der USA sinken immer weiter. Ein Generalstreik in Moskau. Gegen die bolschewistische Regierung hier. Hat das auch irgendeinen Effekt? Hab jetzt keinen gesehen. Oh, Gegenstoß. Die haben sich nochmal eingegraben. Aber interessant, sie haben scheinbar keine Einheiten da, die... einen Durchbruch starten können. Viel dazu. Oh, das hat weh getan. Polnischer Angriff auf Ternopil. Was war denn das jetzt? Hä, wieso konnte der durch die Kontrollzone bis da oben hin? Also, dass er durch kann, okay, weil es keine doppelte war, aber hätte das nicht ein bisschen mehr Aktionspunkte kosten dürfen können, vielleicht müssen? I don't know. Okay, sie haben die trotzdem verloren. Ja, da war Wald, da waren keine Straßen. Die Anwesenheit der Royal Navy verringert unsere Moral. Feindseligkeiten gegenüber den alliierten Truppen in Russland erhöht den Kampfgeist der Bolschewiki. Die kaiserliche Flotte hat sich selbst versenkt und alle anarchistischen Divisionen haben sich in Luft aufgelöst. Weil diese Kavallerieeinheit da auf deren Hauptstadt durchgestoßen ist. Also das ist ja... Also dass deren Kampfmoral vielleicht abnimmt oder so... Okay... Aber dass da sich erst 3 oder 4 Divisionen in Luft auflösen, das ist doch absurd. Naja. Also, Kontrolle über die Ostsee. Die Anwesenheit der Royal Navy in der Ostsee stellt eine Bedrohung für unseren Kampfgeist dar, dadurch offensichtlich wird, dass wir nicht alle Zügel in dieser Gegend in der Hand halten. Letztendlich wird der britische Rückzug aus dem Krieg dieses Problem lösen, doch das könnte noch eine ganze Weile dauern. Ja, ihre Moral ist noch ziemlich hoch. Wir könnten versuchen, den britischen Rückzug durch einen Angriff auf die Royal Navy und die Versenkung der feindlichen Schiffe zu beschleunigen. Dies wäre allerdings eine riskante Angelegenheit, weswegen wir uns entscheiden müssen, ob wir die feindlichen Schiffe in der Ostsee tolerieren oder angreifen, meint Leni. Und da sind sie schon. Tja, weiß ich auch nicht so genau. 2-2, Leute. Grabt euch mal ein. Ich glaube, das mit der Offensive können wir hier vergessen. Nachdem die Versorgung wiederhergestellt wurde. Fassen wir überlegen, ob es dann nicht auch okay ist, das Hauptquartier hier wegzubringen. Scheint mir dann nicht mehr notwendig zu sein, das hier zu halten. Ich werde die U-Boot-Flottille auf volle Stärke bringen. Und was kostet denn das Schlachtschiff? 50 MPP, ja. Okay. Mach das mal. Hier ist eine polnische Garnison aufgetaucht.
Hinfort mit euch, Freunde. Haben die die zwei Versorgung? Ja, okay. Aber warum können die so einen krassen Widerstand leisten? Die sind da gerade eben noch fast verhungert. Ein bisschen mehr Versorgung schnappen. So, und hier... Ja, ach so, hier sind jetzt überall die... die Einheiten verschwunden. Komm du mal hier rüber. Setz mal die Stadt für die Versorgung. Also, ja. Ich meine, das gab es in den anderen Teilen ja auch schon manchmal, ne? Dass irgendwie sich diverse Korps und Divisionen einfach von jetzt auf gleich in die ins Nirvana begeben haben, aber also ganz sinnvoll erscheint mir das nicht zu sein. So, sollen wir mal die Artillerie in die Offensive? Nein, ich werde hier rumziehen. Hier hinziehen. Die sollen sich verschanzen. Hinein in die andere Richtung. Um Entlastungsangriffe abzuwehren. So, damit ist die Artillerie da sicher, aber ganz schlecht versorgt. Also sicher in Anführungszeichen, solange hier nicht plötzlich was angeströmert kommt. Versorgung ist hier noch ganz schlecht. Mal gerne die Straße hier kappen. Also warum dieses Hauptquartier da unten so stark ist, verstehe ich nicht so ganz. Joa. Pau, 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 pau. Ich denke, hier werden wir in einen Abnutzungskampf gehen müssen. Ja, Murks, ey. Ist ja richtig Murks. Ich frage, ob man das hier auch macht. Erstmal verschanzen. Wie viel Munition hast denn du jetzt? 4, dann schieß ruhig mal. Ja, sogar besser ausgegangen als vorhergesagt. Und das ist auch nur ein Hauptquartier. Aha. Naja, wenn ich ein bisschen mehr Versorgung hätte, würde ich es einfach überrennen. Na gut. Vielleicht hier nochmal nachsetzen. Die sind hier. Ich verstehe nicht, warum ich da so miserable Chancen habe. Die haben einen Moral von 1. Und na klar sind sie hier im Sumpf. Aber in allem anderen bin ich doch überlegen. Bereitschaft, Moral. Sie sind noch nicht mal verschanzt. Ich habe ein Hauptquartier dabei. Was wollt ihr noch? Was wollt ihr noch? Und ich werde jetzt mal hier rein tasten. Da steht niemand. Ah, vielleicht nächste Runde mal Richtung Ufer schauen. Oh,
Moral fast nichts, da würde ich sagen, die sind, egal bei welchem Angriff, sofort auf den Rückzug. Ja, scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Aber ich werde es nächste Runde nochmal erneut probieren. So, die Partisanen haben Verluste genommen. Aber ich gehe jetzt hier rein, auch wenn ich dafür das Gelände aufgeben muss. Unterstelle diese Einheit. Und habe hier tatsächlich nur 6 Versorgung. Das ist schlecht. Wie sieht es da dann nächste Runde aus? Deutlich besser. Okay, gut. Dann lag's am Gebirge. So, hier hat es einen Aufstand gegeben. Haben sich bisher noch nicht bewegt. Die Amerikaner haben sich nach Norden zurückgezogen. Die hatten auch keine Versorgung hier. Die Briten haben einfach mal noch eine Medaille bekommen, weil sie Briten sind. Aber das hilft ihnen auch nicht. So. Wie stark hat das die Moral beeinflusst? Quasi gar nicht. Auch hübsch. Naja. Oh, hier sind noch weitere Einheiten eingetroffen. Also ein bisschen leide ich an Einheitenmangel, nicht wahr? Und habe ich wieder vergessen, die. Oh. Ob ich da jemals dran denken werde, dieses Korps dem Hauptquartier zu unterstellen? Wir werden es erfahren. Es scheint mir aber an der Zeit, nochmal Einheiten auszubilden. In der Westukraine könnte ich ein Kavalleriekorps, aber die haben halt hier, sind sowieso schon am Ende. Die nochmal aus dem Nichts heraus verstärken. Aber das ist einfach nur Verzögerung sozusagen. Da eine Kavallerie zu rekrutieren, ergibt, glaube ich, wenig Sinn, oder? Aber mit Bulgarien bin ich ja wohl nicht im Krieg. Rumänien, sorry. Das heißt, die würde hier reinkommen, vermutlich mal. Was macht sie denn dann? Dann sitzt sie da. Nee, das ist keine Option. Ihr könntet noch mal angreifen. Nope. Division. Eine Division im September. Naja. Irgendwann müssen wir mal anfangen, ne? Luftschiffe brauche ich nicht. Jagdflieger. Bisher eigentlich auch nicht. Könnte ich sogar auf Jagdflugzeuge 2 bringen, aber wozu? Wozu? Ich wüsste nicht, dass irgendein einer unserer Gegner Flugzeuge hätte bisher. Also sparen wir die Punkte. Berichte wollte ich nicht gucken, sondern Forschung. 50 Punkte würden ja noch gehen. Luftkriegsführung. Nö. U-Boot-Jagd. Nö. U-Boot-Entwicklung. Auch nicht so richtig, ne? Abwehrwaffe auch nicht. Die Punkte nehme ich mit in die nächste Runde. Die zweite Ukraine-Division leidet an Nachschubmangel. In Jekaterinoslaw. So, die französischen Einheiten. Die amerikanischen wollen gerne nach Hause. Der Versailler Vertrag wird unterzeichnet. Hört, hört. Wissenschaftlicher Fortschritt bei der Mobilitätsforschung. Wichtig. Das würde uns aber auch nochmal richtig viel MPP kosten. Die ganzen Einheiten dann auch entsprechend aufzurüsten, beziehungsweise mit LKWs oder was auch immer auszustatten.
Sie greifen den Zug an. Und die Partisanen, ja, die Partisanen sind die Schwachstelle da in der. In der Stellung. Und die nächste britische Division rückt vor. Kavallerie. Ba-ba-ba-ba. Na, jetzt wollen sie es aber überall wissen, oder wie? Haben sie lang genug im Nachschub gesessen? Die Amerikaner sind wieder zurück. Was? Americano. Americano. Das ist Hauptquartier, okay. Der Rückzug der Franzosen stärkt unsere Moral. Haha. Ich habe nicht eine einzige französische Einheit gesehen, aber schön, dass ihr weg seid. Partisanen wurden zerstört. Und schon sind wir im nächsten Zug. So, bevor ich das wieder vergesse, mache ich jetzt Folgendes. Unterstellen. Ja, die Briten angreifen oder die, ich glaube, sollen sie ruhig ein Stück weiter noch nach Süden gehen, da haben sie halt keine Versorgung. Das ist schon okay. 2-2. Verstärk dich mal lieber nur. Schrödingers Franzosen. Ja, man weiß es nicht. Waren sie da oder waren sie nicht da? Autsch. Ich werde mal anfangen, hier so Einheiten zu verstärken. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich... Ich meine, die Amis werden ja wohl auch bald gehen, wenn ich das hier richtig sehe. Ich weiß nicht, ob ich die Briten angreifen sollte. Ich traue mich nicht. Haben die so viel geringere... Ach so, weil das nur eine Division ist. Ja, ja. Ich verstehe schon. Tattoo. Und hier. Vielleicht muss ich die Einheit nach Riga zurücknehmen. Nächste Runde. Die haben sogar eine Trägergruppe. Was? Ach, das sind die Briten. Ich kann schon gerade sagen, wo haben denn die Russen jetzt auf einmal hier Flugzeugmutterschiffe her? Ja, das ist natürlich ganz schlecht. Ich verschwinde, ciao. Sie haben Flugzeugträger hier. Also, was man zu der Zeit so Flugzeugträger nennt, aber trotzdem. Ist das eigentlich die Garnison aus der Festung? Ach nee, wir haben hier unten nur geguckt, ne? Nicht nach Krotno. Eins, eins. Ja, und ich verliere zwei. Na klar. Klar. Ja, diese Kavallerie hier, gefällt mir jetzt auch nicht so richtig gut. Auch eine Einheit in Konotop. Und wo zaubere ich die her? Oh, die sind auch abgeschnitten hier, by the way. Ist die Stadt frei oder nicht? Ich schätze mal, die Kavallerie ist hier durchgedüst.
Da sind Panzer. Wir müssen hier weg, Leute. Zug. Ciao. Und ich muss irgendeine Einheit nach Konotop bringen. Habe ich eine Einheit, die ich entbehren kann? Nicht. Okay, also zurückfallen lassen haben sie sich, aber Verluste nehmen sie trotzdem kaum dafür, dass sie nicht versorgt sind und keine Moral haben. Charge! Sarodinu! Wobei, das ergibt hier keinen Sinn in dem Kontext. kann die hier rausnehmen? Sind die angebunden? Kann man die transportieren? Nee. Weil sie direkt am Feind stehen, geht das nicht, ne? Da können sie nicht gemütlich in die Züge einsteigen. Das sind alles nicht vielversprechende Gefechte hier. Das gefällt mir auch nicht. Das gefällt mir auch nicht. Hin zurück. Alter, warum ich dieses Hauptquartier da unten nicht vernünftig angreifen kann, habe ich immer noch nicht verstanden. Ja, Konotop. Kann ich riskieren? Ja, wir hatten ja. Aber eine Garnison bringt doch auch nichts. Ich sehe nicht, welche Einheit ich wegnehmen könnte. Die. Oder die. Aber was dann? Wenn ich das mitkriege, schneidet er sofort da rein. Ja, müssen wir riskieren und die Punkte werden eingesetzt für... Ja, wie wäre es eigentlich mit einem weiteren Panzerzug? Braucht bis Ende November den zu bauen. Oder... Ein Chor auch bis Ende November. Ich hätte, glaube ich, ganz gerne einen weiteren Panzerzug. Miliz. Nur Milizen wären ja ganz gut, um da bei den. Das mache ich trotzdem mal. Ich kaufe mal eine. Um hier oben bei Finnland die Einheiten rauszuziehen. Und da einfach Garnisonstruppen hinzusetzen. Ja, bleibt nur noch die entscheidende Frage. Eigentlich sollten wir. Oh, hi. Die britische Flotte angreifen oder nicht? Da wir sowieso im Kampf mit ihnen sind, können wir das auch riskieren. Und da ich hier so nah am Hafen bin... Huhu, das war ein bisschen riskant. Ein U-Boot, hallo. Nee, gegen das U-Boot möchte ich mit meinen Dreadnoughts nicht kämpfen. Dann kann ich das U-Boot hier hochbringen. Die können da kämpfen. Aber waren hier nicht, das sind doch nicht alles nur britische Schiffe gewesen, die hier gespawnt sind, oder? Da waren doch auch russische dabei, oder nicht? Wo sind die denn hin?
Wo sollten die sein, wenn nicht hier? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss gleich meine Festplatte. Ja, ist noch okay. Und dann können wir in die nächste Runde gehen, glaube ich. So, die haben da Nachschubmangel, ja. Feindseligkeit gegenüber den alliierten Truppen in Russland erhöht den Kampfgeist. Fortschritte bei der Industrietechnologie auf 81%. Die Freude ist groß. Das britische Freikorps wird unter die Kontrolle der lettischen Armee gestellt. Warum sind die Einheiten jetzt verschwunden? Was war denn das jetzt da gerade? Dass die da Panzer haben, das macht mich ja irgendwie total kirre. Wo haben die denn Panzer her? Und das hier diese kleinen französischen Renaults oder was haben die da? Go away! Problem ist auch, dass diese ganzen polnischen Einheiten ja jetzt freigesetzt werden, sobald hier die restlichen Einheiten der Westukraine besiegt wurden. Fällt mir auch nicht so gut. Und Grosny ist gefallen. Oh je. Kosaken haben Nachschubmangel. Die Westukraine kapituliert und ihre Divisionen lösen sich mal wieder Luft auf. Polen hat MPP erbeutet und die USA ziehen ihre Truppen ab. Polen annektiert Galizien. Okay. Aber wir sind schon weiter im Krieg, oder? Polen, weiße Regierung, 100%. Denke mal. Naja, werden wir sehen. Dass die da immer wieder rein schlurfen, ist mir ja auch ein Rätsel. Ich meine, na gut, da habe ich da selber habe ich keine Versorgung hier so richtig viel, aber die haben da auch nichts. Soll mal schon recht sein. Oh. Ja, polnische Kavallerie. Okay, wir sind auf jeden Fall noch im Krieg hier. Polnische... Kann sein, dass ich hier auch nochmal eine Einheit benötigen würde. So, warum jetzt die Einheiten hier verschwunden sind, ist mir ein Rätsel. Aber ich will mich jetzt auch nicht darüber beschweren allzu sehr. Wäre schön gewesen, wenn es da noch eine kleine Erläuterung zu dem Event gegeben hätte. Okay, aber hier gibt es trotzdem keinen Sinn, weiter vorzurücken. Die haben aber schon eine ganze Menge an Einheiten hier. Das gefällt mir auch nicht so richtig.
So, die U-Boote. Die U-Boote, die U-Boote. Sind hier auf die Trägerflotte gestoßen, ja. Toll. Das ist ja prima. Jetzt nicht so richtig sehr weitergeholfen. Zerstörer oder leichter? Weil Zerstörer angreifen, das müsste ein leichteres Ziel sein für die Schlachtschiffe. Kein Schaden genommen, sehr gut. Dann werde ich auch investieren. Die leichten Kreuzer verstärken. Und meine Uralt-Dreadnoughts werden direkt von den U-Booten beschossen. Zurück in den Hafen. Schade, hätten wir zumindest die Zerstörergruppe da mal versenken können. Das wäre ja ein Anfang gewesen. So, verstärken. Warum habt ihr euch da in die Isolation begeben? Das hat einen tieferen Sinn. Wäre vielleicht sinnvoller gewesen, erst anzugreifen, weil sie da vorbereitet gewesen wären. Wir hätten etwas weniger Chancen dann nach der Bewegung. Und hier war da die. War da eine amerikanische Einheit oder so? Oder warum ist das plötzlich unter meiner Kontrolle? Weiß ich nicht. Ja, also Perm, ne? Ja, ich warte auf die Artillerie und die Bomber, aber ich glaube. Überlegen, ob die Einheit nicht hier besser aufgehoben ist. Die hat da nur vier Versorgung. Komm mal hierher, auch wenn du da nicht. Ah, du kannst nicht mal dich verschanzen. Dann müssen wir ein bisschen den Druck aufrechterhalten. 2 zu 2. Zurückgedrängt, aber niemand, der sich da reinsetzen kann. Und der das aushalten würde, von drei Seiten im offenen Gelände angegriffen zu werden. Hier werde ich verstärken, ganz klar. Überlegen jetzt die Einheit hierher zu holen. Machen wir mal. Können wir vielleicht sogar Richtung Ural. Bedrohen. Problem ist, die kriegen natürlich. Ja. Wobei, von wo haben sie eigentlich überhaupt Versorgung? Hier ist ja keine. Also Burzuluk und Oral sind die Versorgungslinien. Das heißt, wenn ich hier reingehe, sollte das schon sich bemerkbar machen. Und ich bin versucht, auch hier nach Osten zu stoßen. Kann natürlich aber auch nicht beide Straßen abdecken. So was, ich stoße jetzt hier vor und überlasse die hier unten einfach ihrem Schicksal. Das Hauptquartier muss allerdings da bleiben wegen diesem Kurs hier. Die haben echt Versorgung null, ne? Was, nächste Runde haben die da zwei? Woher kommt die Versorgung? Wenn ich das mal wissen darf. 8, 6 und 4. Mir nicht ganz klar. Schauen wir mal. Denen fehlt die Versorgung für die Verstärkung hier unten. Aber ich will jetzt endlich hier mal rein. Los! Charge! Nö. Wollen sie nicht, machen sie nicht. Reicht nicht aus. Die Kavallerie hier gefällt mir auch nicht. Die kann gegen das Hauptquartier ziehen. Hier habe ich mich jetzt zurückgezogen und keine richtigen Chancen gegen die hier vorzustoßen. Dann geht es jetzt hier darum, die Frontlinie irgendwie zu stabilisieren. Wie machen wir das am gescheitesten?
Ihr kommt zurück. Keine Lust, gegen die Panzer zu kämpfen. Charkiw gräbt sich ein. Und ihr macht das gleiche Spiel hier neben. Ich bringe die in den Rückraum. Luhansk verschanzt sich. Kann der Zug sich verschanzen? Nein. Ja, wäre ein bisschen komisch gewesen. So, jetzt will ich einmal hier drauf gucken. Was haben die jetzt? Bereitschaft 79, Moral 77. 75, 69. Ja, Moraleinfluss ist gar nicht mal so schlecht mit dem Zug. Aber wohin jetzt mit dem? Basti, mach's gut. Fastenhauer, einen schönen Abend wünsche ich dir. Ich mache jetzt auch gleich Schluss. Bis zum nächsten Mal. Mal den mal wieder ein bisschen zentraler aufstellen. Aber die werden nächste Runde verstärkt und können dann hier irgendwie die Lücke besetzen. Würde ich denken. Ja, schade, dass wir Sarizin nicht schon eingenommen haben, diese Runde. Das hat uns doch einiges an Manpower gekostet, aber naja. Ja, bleibt noch hier dieser Move, Wagen oder nicht Wagen. Das ist eigentlich vielleicht eher was für Kavallerie, wenn ich denn welche hätte. Hier mal ein bisschen auf die Suche zu gehen, was da im Rückraum eigentlich tatsächlich los ist. Vielleicht ist das ein Thema. Die haben schon gekämpft. Ja, und hier weiß ich auch nicht so richtig. Okay, also kaufen. Ich kann das eine Korps wieder aufstellen, vergünstigt. Das mache ich sofort. Also, ich kann es nicht sofort wieder aufstellen, aber ich kriege es günstiger wieder zurück, weil es noch eine gewisse Stärke hatte zu Beginn des Zuges, in dem es zerstört wurde und in einer guten Versorgungsposition war. So. Da ich das getan habe, reichen die MPP aber mal wieder nicht für eine Kavallerie-Division aus, die ich gerade haben wollte. Schade. Ich werde eine weitere Miliz in Auftrag geben, die hier oben die andere Division ersetzen wird. Dann habe ich noch 83. 83 Ampere. Die werde ich hier mal in die Marineinfanterie investieren. Was sagt denn die Forschung bei den Infanteriewaffen? Ja, noch nicht mal 50%, ne? 46. Industrie sollte bald durch sein. Dann würde ich einen danach gleich wieder rein investieren. Denke ich. Und dann auf entweder Infanteriekriegsführung oder Führungskontrolle gehen. Wahrscheinlich eher erstmal Infanteriekriegsführung, um die Moral zu erhöhen. Das ist schon auch richtig. Panzer. Nicht, dass die jemals Panzer eingesetzt haben. Also, aber ich habe ja schon gesagt, ich weiß nicht so richtig viel über den russischen Bürgerkrieg. Mag sein, dass da Panzer im Einsatz waren. Vielleicht bei den Weißen, dass die von den Franzosen oder so geliefert wurden. Eine Mark 5 von den Briten kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die hierher geschifft wurden, aber wer weiß. Wer weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Riskiert den Angriff. Zurückgedrängt. Ein verloren. Ja. Wie viele Punkte habt ihr noch hier so? Zwei. Macht das mal wieder so. Ja. Ich denke, ich werde die Runde beenden. Und ich werde aber den Zug direkt nochmal auflösen vom Gegner, damit wir beim nächsten Mal direkt wieder frisch rein starten können. So, der Rückzug der amerikanischen Streitkräfte erhöht den Kampfgeist. Hurra, hurra! Die Nordweißen sind beunruhigt. Lettland kapituliert. Bolschewiki beuten
52, weil ich die Hauptstadt eingenommen habe. Okay, solange die nicht da Landungen vornehmen, sollte das also sicher sein. Und der Träger fährt auf die U-Boot-Gruppe, verliert aber nur einen Stärkepunkt. Wenn das nicht das Ziel für die U-Boote wäre, also dann weiß ich aber auch nicht. Die graben sich ein. Gucken, dass wir die dann im Westen da nächstes Mal noch verfolgen. Ja, die müssen sich ein. Oh. Das war ein Versuch. Versuchter Durchstoß mit der Kavallerie. Ich glaube, ich muss die Belagerung von Kiew aufgeben. Und die Kavallerie rennt auf die Artillerie zu. Das ist auch nicht so richtig schön. Also ich gehe davon aus, dass ich die Stadt da einnehmen kann. Nächste Runde. Sarrazin. Und die Straße, die Eisenbahn ist wieder durchtrennt. Ah. Also Kavallerie. Ich brauche viel mehr Kavallerie. Mobile Einheiten, um den Gegner schnell zu überflügeln und abzuschneiden. Und Artillerie, gut, die ist in Arbeit für das Gebirge, aber ja, feindliche Einheit hat Nachschubmangel. Feindseligkeit gegenüber den Alliierten. Polnische Soldaten meutern als Protest auf ihren Einsatz weit entfernt von der Heimat. Wurde jetzt über Smolensk angezeigt, aber ich nehme an, das hat eher den Bezug woanders hin. Nämlich zu den Einheiten in der Ukraine zum Beispiel. So, Tukaschewski. Tukaschewski sollte eigentlich den Angriff auf Kiew koordinieren. Wenn mich nicht alles täuscht. Bleibt das dabei? Ja, ich denke schon. Also, ich meine, naja, diesen Frontabschnitt halt im weitesten Sinne. Gehen wir hier nach Belgorod. Dann werde ich jetzt speichern und den Stream beenden. Oder vielleicht auch andersrum und auch die Aufnahme, liebe Leute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Jan.